Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Lichtwerktheater des Körperhauses zu unserer Abendveranstaltung mit Michel Friedmann und weiteren Gästen. Mein Name ist Lothar Dittmer und ich begrüße Sie im Namen des Vorstandes der Körperstiftung. Als wir diesen Abend geplant haben, waren wir nicht ganz sicher, wohin wir gehen, an Quervida, wo wir etwa 250 Gästen Platz bieten können, oder hier ins Lichtwerktheater, das ja größer ist. Ihre Nachfrage und dass der Saal voll geworden ist, zeigt, dass wir uns für den richtigen Raum und den richtigen Ort entschieden haben. Das Interesse an dieser Veranstaltung zeigt allerdings auch, wie drängend und bedrohlich das Thema ist. Wir sehen mit zunehmender Sorge, dass unsere Demokratie unter Druck gerät, dass der gesellschaftliche Konsens bröckelt und dass der Zusammenhalt gefährdet ist. Ausgrenzung, die Abwertung von Menschen, der Hass gegen Minderheiten bis hin zu körperlichen Angriffen und Straftaten, das alles sind natürlich keine komplett neuen Phänomene, aber sie nehmen zu und das gilt ganz speziell auch für den Antisemitismus. Im letzten Jahr haben der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben, Felix Klein, und das American Jewish Committee Zahlen veröffentlicht, die belegen, dass das keine Einbildung ist. Für das Jahr 2021 wurden über 3000 antisemitische Angriffe festgestellt, gegenüber dem Vorjahr übrigens ein Anstieg von fast 30%. Und nicht eingerechnet übrigens wird alles das, was unter der Strafbarkeitsgrenze liegt. Die gute Nachricht in dieser Situation: 73% der Menschen in Deutschland nehmen Antisemitismus als gesellschaftliches Problem ernst und sprechen sich für mehr politische und strafrechtliche Maßnahmen aus. Die schlechte Nachricht: immerhin 17% der Befragten sagen, dass in Deutschland zu viel über Antisemitismus gesprochen wird. Antisemitismus hat in Deutschland in der Vergangenheit maßgeblich mit Rechtsextremismus zu tun. Insofern überrascht es nicht, dass die Behörden, aktuell heute übrigens gerade der Jahresbericht des BKA, dass die Behörden eine steigende Zahl von Menschen mit rechtsextremistischen Einstellungen registrieren. Aber ganz so einfach ist die Lage dann doch nicht mehr. Neu hinzugekommen ist etwa die Kategorie demokratiefeindliche oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates, in der Akteure jenseits des klassischen Links-Rechts-Schemas beobachtet werden. Und auch hier gibt es viele, die etwa antisemitisch unterlegte Verschwörungstheorien verbreiten. Und schließlich darf man auch nicht die Augen davor verschließen, dass es in einigen Gruppen von Zugewanderten einen islamistisch geprägten Antisemitismus gibt. Was können wir jenseits staatlicher Maßnahmen tun? Wir können reden und die Probleme benennen. Und wir müssen auch deutlich machen, dass Antisemitismus meistens nicht isoliert daherkommt, sondern mit Ausgrenzung, Rassismus und Demokratiefeindlichkeit verbunden ist. Schwierig ist, wir reden meistens abstrakt über das Thema. Es geht um Zahlen, es geht um Analysen und es geht um Maßnahmen. Es geht selten darum, was das für das einzelne Leben bedeutet, wie es Biografien prägt und Menschen traumatisiert. Das wird und soll heute Abend anders sein. Denn es geht um die sehr konkrete Lebensgeschichte des Publizisten und Juristen Michel Friedmann, der uns mit seinem aktuellen Buch Fremd sehr persönliche, geradezu intime Einblicke in seine Empfindungen und Erlebnisse als Kind, als Jugendlicher und Erwachsener ermöglicht. Michel Friedmann wurde 1956 in Paris geboren und kam 1965 mit seinen Eltern nach Frankfurt. Aus der weiteren Familie hatte kaum jemand den Holocaust überlebt. Michel Friedmann hat früh Antisemitismus und Ausgrenzung erlebt und er lässt uns daran in seinem Buch teilhaben. In der Süddeutschen Zeitung heißt es zu seinem Buch: Fremd von Michel Friedmann erschafft etwas Einzigartiges. In diesem Buch leuchtet die Dunkelheit und unerwarteterweise entdeckt man einen anderen in dem Schatten, einen Fremden im eigenen Haus, bis die Umrisse schärfer werden und man irgendwann sieht: Das bin ja ich. Der Blick auf den anderen, der Umgang mit Ressentiments und Diskriminierung, aber auch die Frage, wie wir damit umgehen wollen und sollen, wird Thema der nächsten etwa 90 Minuten sein. Als zweiten Gast und Gesprächspartnerin freuen wir uns auf Sheila Bejad. Auch sie kann und wird über das Fremdsein sprechen. Sie ist Publizistin mit iranischen Wurzeln
und gehört der religiösen Minderheit der Baha'i an, die im Iran unter massiver Ausgrenzung und Verfolgung leidet. Sheila Behjat hat in Hamburg und Paris studiert und war danach für den Axel Springer Verlag in London tätig. Bis 2019 war sie Chefredakteurin des Arte-Magazins. Heute ist sie Kulturredakteurin bei Arte und ZDF und veröffentlicht regelmäßig Beiträge über Feminismus, Frauenrechte und Gleichstellung. Die dritte im Bunde ist die Journalistin und stellvertretende Ressortleiterin Ausland beim Spiegel, Özlem Topçu, die das Gespräch moderieren wird. Und schließlich darf ich auch den Schauspieler Stefan Benzhorn begrüßen, der zwischen den Gesprächssequenzen ausgewählte Passagen des Buches von Michel Friedmann lesen wird. Allen vier Akteuren ein herzliches Willkommen. Wenn Sie mögen, bleiben Sie gerne nach der Veranstaltung noch etwas für eine Fortsetzung des Gesprächs. Michel Friedmann wird außerdem dem im Foyer gerne auch sein Buch signieren. Und jetzt gebe ich die Bühne frei und es beginnt mit Stefan Benzhorn. Vielen Dank. Ich weiß, dass du schon zu lange auf meinen Besuch wartest. Kann nicht. Will nicht, dass du siehst, wie ich weine. Um dich, Papa. Um Mama. Um euer Leben im Ghetto. Als du kein Gesicht mehr hattest, Papa, keinen Namen, nicht mehr wert warst als deine eigene Erinnerung an dich selber, an dein Selbst, das es nicht mehr gab, schon lange nicht mehr gab. Vergessen. Sie schlugen zu, wieder und wieder, jagten dich, wieder und wieder. Und Mama gleich mit, wieder und wieder. Sie dachten, ihr kommt nie mehr zurück. Ihr beide, Haut und Knochen, wolltet nach Hause. Ihr Narren, habt ihr immer noch nichts verstanden? Nach Hause. Eure Heimat war euch mit Nummern eingraviert. Dort gehörtet ihr hin. Das war euer neues Zuhause. Wolltet weg, abhauen, ihr Dummköpfe, ihr Jesusmörder, ihr Judenschweine, Jedkis, 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 weg. Ihr armen, lächerlichen, bespuckten, feigen Judenschweine. Ihr wolltet weg, flüchten. Wegrennen, so schnell es geht. Angst um das eigene Leben. Weg, nackt, das eigene Leben retten. Wieder einmal. Wohin? Wieder einmal flüchten. Wieder einmal wie seit Jahrtausenden flüchten.
aus Ägypten flüchten. So schnell es geht, raus. Aber wohin? Wer wollte euch noch haben, ihr, die aus dem Nirgendwo kamt? Brennmaterial. Ihr seid nichts. Niemand. Auf der Straße, sie gröhlen. Der Schleim ihrer Rotze bedeckt den Boden. Pass auf, dass du nicht ausrutschst. Du fällst mit deinem Gesicht auf den nassen Asphalt. Typisch Jud, schreien sie. Nichts kann er, der Jud. Alles kann er, der Jud, schreien sie. Er nimmt uns alles. Er ist nichts, nicht mal nichts. Bitte nicht treten. Nicht treten, murmelst du. Du verdeckst dein Gesicht mit deinen schmutzigen, blutigen Händen. Das Gesicht, das den Rotz deiner Peiniger bereits aufgesogen hat. Mama schreit. Sie lachen. Dann, ein Mann stellt seine Aktentasche auf den Boden. Dunkler Anzug, weißes Hemd, blaue Krawatte, Brille mit dicken Augengläsern. Baut sich vor Mama auf, richtet sich auf. Seine Hände sind gepflegt, manikürte Fingernägel. Zu spät, zu leise. Seine Faust rast in ihr Gesicht. Du spürst wieder Tritte. Magen, Leber, Lunge. Weg von hier. Aber wohin? Wohin nur? Wohin? Dann kam Deutschland. Warum in das Land der Mörder? Darauf nie eine Antwort von euch. Nicht einmal ausgewichen seid ihr. Keine Lügen, keine Märchengeschichten. Nur Schweigen. Deutschland, Ausländerbehörde. Angstbehörde, Abwehrbehörde. Wieder steht ihr in einer Schlange, an der Hand euer 10-jähriger Sohn, um euch herum eine Symphonie unterschiedlichster Melodien, türkische, griechische, italienische. Auch sie, damals von Hitler angegriffen. Sie als Menschen, ihr als Ungeziefer, auch sie jetzt hier, auch hier. Einmal im Jahr einen Stempel, Angstbehörde, illegal, legal, ein Stempel. Unser Flüchtlingspass in deutscher Sprache. Schlange stehen im Land der Mörder. 8 Jahre lang. Dann deutsches Abitur. Wieder ein Stempel. Der Beamte hinter seinem Schreibtisch. Gesichtslos. Gefühllos. Seine Lippen farblos. Seine Augen verengt zu kleinen Schlitzen.
Ausländer, spuckt sein Mund mir tonlos ins Gesicht. Ich spucke zurück. Ich beuge mich nah an sein Ohr. Bin ich Ausländer? Inländer? Wenn ich Inländer bin, wer ist dann Ausländer? Wenn ich dazugehöre, wer gehört dann nicht dazu? Wenn ich kein Fremder bin, wer ist dann ein Fremder? Wo treffe ich dich? Wo treffe ich mich? In der Fremde. Wo ist der Gegenort der Fremde? Wer bin ich? Ich bin wer? Ich bin wer? Wenn ich Angst vor dem Fremden habe, wie viel Angst hat der Fremde vor mir? Und die Angst ist mein Lebensgefährte. Ja, vielen Dank, Stefan Benson, Michelle Friedmann. Wir kennen uns aus einem anderen Kontext. Ich schrieb Ihnen Ende Oktober eine E-Mail, da hatte ich Ihr Buch gelesen und ich schrieb Ihnen damals Folgendes. Es war Ende Oktober. Es ist eigentlich kein Text, den man lesen, geschweige denn ertragen kann. Zumindest nicht, wenn man ein Mensch mit Herz und Hirn ist. Sie selbst sagten einmal über Ihr Buch, es ist ein nacktes, ein ehrliches Buch. Ich würde noch hinzufügen, es ist ziemlich hart mit sich selbst und hart zum Leser. Und es lädt eigentlich unentwegt dazu ein, es wegzulegen und sofort zu verdrängen, was man da eigentlich liest. Ich habe auch festgestellt, ich kann mir keine Passage merken. Man merkt es einfach nur an dem, wie man sich danach fühlt, was man eigentlich gelesen hat. Man kann eigentlich nicht weiterlesen, man kann es aber auch nicht weglegen. Man fühlt sich nämlich in dem Moment, es ging zumindest mir so, wie eine Verräterin. Das ist ganz, ganz interessante Wirkung. Vielleicht mögen Sie uns ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, wie Sie zu der Entscheidung gekommen sind, das aufzuschreiben. Es ist ja ein sehr außergewöhnlicher Text, es ist ein außergewöhnliches Leben. Wie war dieser Prozess des Aufschreibens? Das ist sehr schwer zu beantworten, weil ich nicht zeitlich benennen kann, wann dieser Prozess überhaupt beginnt. Also, ich habe in dem Text geschrieben, ich bin auf einem Friedhof geboren. Meine Eltern waren die Friedhofswärter und ich ihr jüngster Lehrling. Meine Mutter war, wie heute jedenfalls Psychologen sagen würden, tief traumatisiert. Mit 16 Jahren ist sie ins Ghetto gekommen. Kommt aus einer sehr bourgeoisen polnisch-jüdischen Familie, also das, was Bourgeoisie für Kinder und Jugendliche eigentlich hat, ist eine große Naivität, ein Wohlstand, ein Wohlgefühl in dieser Welt zu sein. Und war nach 45 eine traumatisierte, angstbesetzte Person.
Mein Vater, der einzige Überlebende seiner gesamten Familie, meine Mutter mit ihrer Mutter, die drei, weil sie auf Schindlers Liste waren, das war mein Zuhause. Und dieses Zuhause war traurig, dieses Zuhause war ängstlich, dieses Zuhause war ein Zuhause ohne jegliches Urvertrauen in diese Welt mehr. Und da wird ein Kind geboren, das als Aufgabe sehr schnell begreift, dass diese Eltern eigentlich ein sehr schlechtes Gewissen haben, überlebt zu haben, was sehr viele Überlebende nicht nur des Holocaust haben, sondern wenn man dann auch in die heutigen Katastrophen geht, fragen sich oft die Überlebenden, warum hat meine Schwester nicht überlebt oder mein Bruder, die waren viel begabter oder was auch immer. Also man überlebt und hat eine Scham, überlebt zu haben. Und du lernst dann als Kind oder du nimmst als Kind wahr, dass deine Aufgabe in Zukunft davon bestimmt ist, diesen Menschen, die eigentlich keinen Sinn in ihrem Leben mehr verstehen, die keine Leichtigkeit leben, die eigentlich lebendig tot geblieben sind, den Sauerstoff nach Hause zu bringen, den sie brauchen, um seelisch auf dieser Intensivstation zu überleben. Und das ist etwas, was du gar nicht leisten kannst. Also du bringst wie ein Eichhörnchen Geschichten mit und man hört dir zu und die Eltern sind so stolz und so glücklich und es hat dann doch vielleicht irgendeinen Sinn, nämlich dieses Kind, das immer überforderter ist und das am Ende ja auch nie genügen kann, weil am Ende werden sie doch wieder traurig sein. Und als wir dann nach Deutschland kamen, kommt eine zweite Herausforderung dazu. Wir sind mitten in den 60er Jahren, das heißt, ihre Eltern, ihre Großeltern, jetzt klein geschrieben, vielleicht aber auch groß geschrieben, bauen gerade das Wirtschaftswunder auf, die Legenden der Unschuld, weiße Tapeten überall, dicke Mauern des Schweigens, kollektives Schweigen, denn so viele sind verstrickt, dass sich alle einig sind, wir reden alle nicht, der Erste, der es tut oder die Erste bricht sonst mit dieser Schweigespirale. Und ich komme in dieses Deutschland, wo die Original-Nazis meine Lehrer sind, die Polizisten sind, die Verwalter sind, die Eltern meiner Freunde in der Schule vielleicht sind. Und erlebe dann etwas in Deutschland, was es auch in Frankreich gab, nämlich Judenhass. Und erlebe, wie auch meine Eltern ihn erleben. Und das verändert mich dann doch nochmal. Denn diese vielen Überlebenden haben überhaupt keine Kraft, sich erneut zu wehren oder überhaupt jemals zu wehren. Und ich wehre mich dann wahrscheinlich für meine Eltern. Und diese Geschichte geht weiter und geht weiter und geht weiter und geht ein Leben lang weiter mit allen Höhen und Tiefen, mit meinen eigenen dann auch Zusammenbrüchen und Fehlern. So, das ist die eine Seite. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Streiten unbedingt. Das war ein dünnes Sachbuch und das bestand aus der Konstruktion einer kurzen biografischen Geschichte und dann eines klugen Kapitels über Streiten und Voraussetzungen und dachte, jetzt schreibe ich ein zweites Thema, was mit mir sehr identifiziert wird und das war fremd und dann habe ich mir gedacht, das mache ich nach demselben Muster und fing an, ein Kapitel privat zu schreiben, persönlich zu schreiben. Das ist das erste Kapitel auch in diesem Buch und dann habe ich mich hingesetzt und habe 15 Seiten geschrieben über das Fremdsein, über die Geschichte, über die Reflexion, die Philosophie und dann habe ich die 15 Seiten gelesen, die wirklich klug waren und habe mich furchtbar gelangweilt. Und dann lag das eine Zeit lang und dann dachte ich, okay, also dann schreib doch erst mal dieses Persönliche. Und dann entstand dieser Text in kürzester Zeit und dann hatte ich furchtbar Angst, was mir an Erinnerungen zurückkam. Es ist keine Biografie. Es ist auch nicht als Biografie geschrieben, sondern es sind Aperçus, Splitter, Lichtblitze, Dunkelheit. Und dann habe ich ein halbes Jahr das ein paar Freunden gegeben und hatte noch mehr Angst. Und irgendwann kam meine Agentin und sagte, jetzt reicht's aber mit der Angst.
Und irgendwann habe ich gesagt, also gut, 4 Verleger oder Verlegerinnen schickt dir das, und eine hat sofort zugesagt, und dann hatte ich noch mehr Angst. Ich hatte also furchtbar Angst. Der ständige Begleiter. Ich hatte furchtbar Angst. Ja. So. Und wenn Sie mich also fragen, wie ist das Buch entstanden, wie ist dieses Buch geschrieben, hatte ich eine Idee? Nein, es ist aus mir mit genau dieser Nacktheit und Knappheit geschrieben, weil ich finde, wenn man so tief in sich hineingeht, dann sollte man die Füllsätze vermeiden. Sie wollten gerade was sagen. Ich wollte genau dazu reagieren, weil ich das auch so bemerkenswert jetzt finde, diese Hintergrundgeschichte zu erfahren, weil natürlich die Form sehr ungewöhnlich ist und überraschend ist, gerade von Ihnen. Und also ich hoffe, wir sprechen noch über die sprachlichen Kniffe, die da drin sind. Aber was mir beim Lesen auch nochmal aufgefallen ist, weil ich kann mir diese 15 Seiten buchstäblich vorstellen, wie die auch sind, von Ihnen, Herr Friedmann. Und das Buch, wie es dann erschienen ist, ist ein sehr persönliches Buch. Ist mir auch so gegangen beim Lesen. In der Einführung wurde gesagt, ein intimes Buch, dem würde ich nicht folgen. Ich finde, ich weiß immer noch nicht genau, wie Sie als Mensch sind. Und ich habe mir so erklärt daraus, weil wir sprechen ja auch heute ein bisschen über so die gemeinsamen Wahrnehmungen, dass das natürlich auch ein Teil dieser Angst ist, auch ein Teil dieses Schutzwalls ist, den man aufbaut, weil man im Grunde genommen, das ist jetzt wirklich meine absolute Reflexion dazu, weil ich mich auch gefragt habe, wie offen kann man sich machen in so einem Buch und wie weit auf macht man die Tür. Und ich glaube, dass es auch eine Reaktion darauf ist, dass man sich nicht viele Fehler erlauben möchte. Also es gibt schon ja diesen einen, sage ich jetzt mal, das eine Thema, ein Jude zu sein, diese Geschichte zu haben, aber darüber hinaus noch weiter zu öffnen, noch persönlicher zu werden. Also ich hatte so ein bisschen das Bild, Sie laden mich zu sich nach Hause ein und ich komme aber wirklich vor die Tür und dann ist auch wirklich gut und das ist auch in Ordnung so. Und das fand ich irgendwie eine ganz, ganz intensive Erfahrung, weil ich glaube, das geht sehr vielen Menschen so und ich muss sagen, da konnte ich mich selber sehr wiederfinden, weil ich, darüber werden wir ja auch sprechen, mit dieser Migrationsgeschichte in Deutschland immer ein wenig das Gefühl hatte, das ist das Größte, was ich den Menschen jetzt zumuten kann. Mehr jetzt auch nicht. Also wenn ich jetzt noch unzuverlässig und unehrlich und alles Mögliche sonst Menschliche bin, das ist jetzt too much, das behalte ich sehr für mich. Und ich das ist eigentlich, wenn mir jemand mich fragt, wer ich bin, dann bin ich das. Das ist eigentlich die erste Schicht. Und diesen Raum, darüber nachzudenken, haben Sie bewusst oder unbewusst für mich sehr eröffnet. Und das fand ich total spannend. Also es ist in der Tat nicht ein Buch zum Kennenlernen. Ja. Aber Sie haben das angesprochen. Ich habe ja mehrere Narrative des Fremdseins in diesem Land. Ich bin Migrant. Ich komme mit 10 Jahren, in dem Fall aus Paris. Ich spreche kein Wort Deutsch, kein Wort. Wir sind arm. Ich bin jüdisch, noch dazu als Kind von Holocaust-Überlebenden. Eine ganz, ganz große Gefahr für dieses Deutschland. Erlebe eigentlich auch die typische Migrantengeschichte. Deswegen ist ja auch aus diesem Ausländerbehörde was geschrieben, und zwar sehr oft auch. Es gibt auch Teile, wo ich berichte, wie das ist mit an der Grenze sein. Also wir hatten sogar einen Staatenlosenpass nur. Meine Eltern vertrauten diesem UN-Staatenlosenpass mehr als irgendeinem nationalen Pass, weil sie dachten, naja, wenn das der Weltpass ist, und irrten dabei wieder doppelt. Das war der schlimmste aller Pässe, die man haben konnte. Also es gab eben viel Einsamkeit, es gab die Reaktion auf die Fremdheit. Und das ist ja ganz spannend, weil Sprache ist etwas, was mein ganzes Leben ist. Und trotzdem kann ich keine Sprache wirklich richtig. Ich habe Französisch von der Grundschule bis zum Gymnasium gelernt
und habe es nicht zu Ende gelernt. Und ich habe Deutsch begonnen mit dem Gymnasium und habe es nicht von Anfang an gelernt. Also dem und den, ihm und ihm, ist immer noch etwas, was ich rein instinktiv und deswegen oft falsch mache. Aber Sie haben recht, es macht die Tür auf, auch für die Schwächen, auch für die Fehler. Auch für, also ich bin ein trauriger Mensch. Ich bin ein trauriger Mensch, ja. Und das erzähle ich auch. Ja. Das Kuriose, ich fand es ganz interessant, diese Metapher, die Sie gerade aufgemacht haben, dass Sie eine Tür aufmachen und man wird sozusagen von Ihnen eingeladen. Ich habe es ganz anders empfunden. Ich hatte das Gefühl, mir wird eine Tür aufgemacht und der Gastgeber reißt mich rein. So, und lässt mich nicht mehr gehen. So ging es mir. Das Kuriose ist ja dieses Deutschland gleich Ausländeramt gleich Abwehramt. Das bietet ja so einen Anknüpfungspunkt an ganz viele andere Fremde, die Sie wiederum zum Teil ablehnen. Also diese Erzählung, die Sie aufmachen, die hat einfach so wahnsinnig viele dialektische Ebenen, dass man sich natürlich auch darin verliert. Es ist als Kompliment gemeint. Aber wo haben Sie sich denn verloren? Überall, in jeder einzelnen Zeile. Aber was ich mich vor allem gefragt habe, ich glaube, also was mir am innerlichsten geblieben ist, ist dieses Kind. Und bevor Stefan Benson jetzt gleich noch mal uns ein bisschen aus dem Buch vorliest, vielleicht noch mal kurz die Frage. Also was ich mich gefragt habe, das ist mir nicht, ich konnte es nicht rauslesen, dieses verletzliche Kind wird konfrontiert mit einer übergroßen Aufgabe, nämlich für das Glück der Eltern zu sorgen, der Lebensübersetzer der Eltern zu sein, die ein wahnsinnig schlechtes Gewissen plagt. War Ihnen eigentlich als Kind die Übergröße oder diese fast Unerfüllbarkeit eigentlich dieser Aufgabe bewusst und konnten Sie das ansprechen Ihren Eltern gegenüber oder haben Sie sich das ein Leben lang verkniffen? Wie war das? Die Verstrickung solcher Geschichten, übrigens, das will ich schon sagen, vieles, fast jede dritte Zeile, fast jedes Bild, fast alles da, wo Menschen stattfinden, sind exemplarische Bilder. Und Sie haben vollkommen recht, sie sind so vielschichtig gebaut. Millionen Menschen haben vieles, was da erzählt ist, in ihren Biografien. Nicht alle Teile, aber Teile dieser Teile. Und viele Migrantenkinder haben die Erfahrung, dass sie mit ihren Eltern auf Behörden gehen oder in die Bank gehen und Übersetzer sind und Übersetzerinnen sind. Die Kränkung von Briefen, die nicht mal erwachsene Deutsche verstehen. Ja, aber deswegen will ich das nur aufgreifen, weil Sie das eben beschrieben haben. Das sind ja Demütigungs-, Kränkungs- und Stolzgefühle, die ineinander gehen. Also die Eltern sind gedemütigt vor den anderen, der merkt, dass die nicht sprechen können. Es ist eine tiefe Kränkung gegenüber dem Kind und gegen diesen Menschen, dass das Kind Eltern so hilflos erlebt. Gleichzeitig sind sie stolz darauf, dass ihre Kinder soweit schon sind, wo sie nicht sind und, und. Aber Demütigung, Kränkung und Schmerz ist etwas, was millionenhaft erlebt wird in unseren Gesellschaften en passant, so nebenbei. Aber diese Giftpfeile, gerade dieser Gefühle, haben eine ganz tiefe Wirkung, vor allen Dingen bei Kindern. Und um Ihre Frage noch mal konkret zu beantworten, natürlich habe ich das als Kind nicht gemerkt. Ich war zwar ein sehr begabtes Kind, aber so begabt dann wieder auch nicht, sondern im Gegenteil, und darum habe ich das jetzt vorhin noch mal erzählt, ich war ja auch stolz darauf. Die Geschichte wird ja so erzählt, dass die Eltern strahlende Augen bekommen, wenn das Kind liefert. Also es ist etwas, was so ein wechselseitiges, ganz unbewusstes Spiel ist, von dem ich nicht mal weiß, ob irgendein Beteiligter schon ahnt, was für eine Verstrickung stattfindet. Bis es dann irgendwann den Moment gibt, wo das eigene Leben so beherrscht wird davon, dass es selbst so wenig Platz hat, dass man dann merkt, dass das in einer gewissen Form auch ein Missbrauch ist. Nur wie reagierst du darauf? Wie
entlässt du dich aus dieser Situation. Es gibt ein Kapitel im Buch, ich weiß nicht, ob es gelesen wird, mit dem Visum, dass ich, Sie lesen es noch? Gut, dann weise ich Sie jetzt schon darauf hin, wenn das lesen wird, ohne den Inhalt zu erzählen. Es gibt den Moment des Erstickens, wo man nach der Pubertät das Gefühl hat, jetzt ist sein eigenes Leben dran, und dann die Fesseln, auch die emotionalen, spürt und man weiß, du musst dich entscheiden. Entweder lebst du für diese Eltern und verlässt dein eigenes Leben, oder du verlässt die Eltern und hast ein Leben lang ein schlechtes Gewissen, dass du sie im Stich gelassen hast. Und das, würde ich schon sagen, ist mir dann so spätestens mit dem Abitur bewusst gewesen. Sie werden hören, wie ich mich entschieden habe. Mit dieser Entscheidung lösche ich mich aus. Ich habe nur eine Beobachtung, da würde ich eigentlich gerne mit Ihnen beiden auch drüber reden, weil was ich noch gerade an dieser ersten Stelle so bemerkenswert fand, wir werden ja über die Eltern nochmal sprechen, auch im Einzelnen, aber diese absolute Wahrnehmung, was es eigentlich für ein Kind bedeutet, das heranwächst, wenn es Zeuge davon wird, dass in einem patriarchalen System, und da ist wirklich der Rassismus und der Antisemitismus der Steigbügelhalter, wenn dieses Kind erlebt, dass der eigene Vater gegängelt wird. Also das Kind erlebt dieses patriarchale System, es versteht diese Machtstruktur im Aufwachsen und ist einfach dabei, wie der eigene Vater erniedrigt wird. Und das bricht auch auf eine ganz besondere Weise. Das ist so eine ganz besondere Spur, die das hinterlässt. Also unser Blick auf unsere Väter ist davon geprägt. Und natürlich auch unser Selbstverständnis in dieser Gesellschaft weiterhin. Ich würde das aber schon auf meine Mutter ausweiten. Und Sie haben recht, deswegen sprach ich von Gefühlen wie Kränkung und Demütigung. Und ob die Demütigung jetzt mit meiner Religion getriggert wird oder mit einer Hautfarbe. Ich zum Beispiel erlebe jede dieser Demütigungen wie meine eigene. Also es ist bei mir so, dass es gar nicht darum geht, in meiner Reaktion, ob es jetzt ein judenfeindliches Kränkung, diese Art von Demütigung, dieses, wenn ich diese Menschen sehe, die dieses Bedürfnis haben, andere Menschen zu demütigen, erlebe ich den Impuls von Angst, Wut und Hilflosigkeit immer wieder, was aber bei mir dann nicht zu einer Reaktion, wie man wohl weiß, führt, dass ich mich irgendwo verstecke oder die Decke über den Kopf ziehe, sondern ich dann den Vorhang öffne und voller Angst, Hilflosigkeit dann auf eine Bühne gehe und sage, okay, dann streiten wir uns. Aber ich bin dabei ängstlich und hilflos und nicht kraftvoll und mutig. Das empfinden, glaube ich, viele anders, ja, aber in dieser tatsächlich, ja. Das ist eine interessante Strategie für mich. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ja. Ja. In der Dunkelheit gab es auch immer wieder einige Bröckchen von Glück, die Sie auch beschreiben. Und ich glaube, davon hören wir jetzt ein bisschen was. Winterferien. Feldberg im Schwarzwald. Papa-Ferien. Papa lacht. Neue Begegnungen. Skifahren. Weihnachtsbaum. Gutes Hotel. Gutes Benehmen. Papa. Eigentlich ist kein Geld da. Neue Welt. Andere Welt, lachende Welt, glückliche Welt. Papa ersetzt den Skilift, zieht mich mit eigener Kraft den Berg hinauf. Ich stolz, glücklich. Er stolz, glücklich.
bergab, alle 10 Meter ein Sturz. Papa hebt mich auf, reibt den Schnee von meinem Anorak. 10 Meter weiter, wieder ein Sturz. Papa ist da. Abends ins Restaurant, am Weihnachtsbaum vorbei. Groß, leuchtend, wunderschön. Am Tisch weiß eingedeckt, viel zu viele Messer, Gabeln, Löffel, Gläser. Papa schaut sich um, beobachtet die anderen, wie sie essen, macht es ihnen nach. Nach dem 4. Abend kann er es auch. Nachts gemeinsam im großen Doppelbett Kitzel- und Knutschattacken. Papa lacht. Ich schlafe ein. Ein Stückchen Glück. Das Kind liebt Zirkus. Das Kind ist aufgeregt. Immer im November Zirkusmonat. Riesenzelt, rot, blau, weiß gestreift. Musik, Wunderfoyer. Eis, Schokolade, Zuckerwatte, Gummibärchen, Süßigkeiten, Paradies. Bunte Manege, Affen, Pferde, Elefanten, Löwen, Popcorn, Jongleure, Zauberer, Akrobaten, Seiltänzer, Trapezkünstler, die durch die Luft fliegen. Aufschrei, sie stürzen nicht ab. Das Orchester, Geigen, Klavier, Gitarren, Trompeten, Trommeln, Artisten, Clowns. Weiß geschminkt, roter Mund, bunte Kostüme. Ein Clown klein, ein Clown groß. Jagen durch die Manege. Eine Runde, noch eine Runde. Plötzlich Bein gestellt. Der Kleine stürzt. Alle lachen. Weiter geht's. Der Große, Hammer in der Hand, haut den Kleinen auf den Kopf. Alle lachen. Das Kind nicht. Semesterferien. Urlaub. Allein. Wochenlang allein. Am Meer. Verwöhnprogramm. Hotelprogramm. Allein im Doppelbett. Nicht immer, aber zu oft. Lesen. Wie schön. Fallen. Hineinfallen. In den Büchern. Menschen, Unbekannte, ihr Leben sichtbar durch ein Schlüsselloch. Sie leben. Und ich? Lesen. Sonne, Wärme, süchtig nach Wärme, tröstende Wärme, umhüllende Wärme. Nackte Haut, empfindliche Haut, verbrannte Haut, Sonne. Wenig Geld, kleine Restaurants, Spaghetti mit Tomatensauce, mit Pesto, Aglio e Olio, Amatriciana, Bolognese, Arrabbiata. Sonntag Pizza, abends Piazza. Espresso im Café.
beobachten, andere leben, andere Menschen fantasieren über ihr Leben. Wer sind sie? Was tun sie? Wen lieben sie? Sind sie glücklich? Streiten sie? Trennen sie sich? Was hat man ihnen angetan? Was haben sie getan? Glückliche Kindheit? In Menschen schlüpfen, sie erträumen, sie entdecken. Wie wird es weitergehen, ihr Leben? Fantasieren. Noch ein Espresso. An der Rezeption jeden Morgen ein Brief. Aufgeklebte Herzen, Schmetterlinge, Maikäfer, Kleeblätter. Lächelnder Rezeptionist, ihre Freundin. Buon appetito. Frühstück, Croissant, Tee mit Zitrone, Butter, frische Erdbeermarmelade, Spiegeleier. Höhepunkt, frisch gepresster Orangensaft. Ich liebe sie, die Briefe. Ich hasse sie, die Briefe. Mamas Briefe. Ja, Sheila Bechstadt, in dem Text von Michel Friedmann schreit einen ja auch diese Anstrengung an oder die Klage über diese lebenslange Anstrengung, fremd zu sein oder als fremd wahrgenommen zu werden. Es ist ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, es ist ja mitunter wahnsinnig anstrengend, als nicht selbstverständlich zu gelten, sich ständig erklären zu müssen, sich zu beweisen, um Akzeptanz zu streiten oder zu werben. Kennen Sie dieses Gefühl, was dort beschrieben wird? Mitunter ist sich fremdfühlen eigentlich immer ein schlechtes Gefühl, habe ich mich gefragt, oder kann es auch manchmal gut sein oder gute Seiten haben? Wie haben Sie das empfunden oder wie empfinden Sie das? Ja, ich würde vielleicht die Frage in zwei teilen und erstmal auf das Fremdsein-Gefühl und dann auf die Anstrengung eingehen. Also ich kenne dieses Fremdsein-Gefühl natürlich durch meine Familiengeschichte. Mein Vater kommt aus dem Iran, ich kenne das. Ich kenne aber auch, und ich glaube, deswegen bin ich vor allem hier heute, diese Angst vor der Auslöschung, also diese Vernichtungswut. Also die Baha'i sind die größte religiöse Minderheit im Iran und werden dort, seit es sie gibt, dort verfolgt. Und es sind Zehntausende, also es sind ungefähr 40.000 schon hingerichtet worden. Meine direkte Familie ist davon betroffen, die waren im Gefängnis. Meine Familie wurde enteignet. Mein Vater hat immer noch irgendwelche Dokumente, die irgendwelche Grundstücke und Häuser zeigen, wo wir wissen, wir können sie eigentlich in die Tonne treten, weil es dort keine Existenzberechtigung gibt für die Baha'i, und auch nicht in Jemen und auch nicht in Saudi-Arabien. Und was das für mich hier bedeutet, ist, ich kenne das Gefühl, in der deutschen Mehrheitsgesellschaft fremd zu sein, aber ich bin den Iranern auch fremd. Und sie sind infiltriert von der Propaganda gegen die Baha'i, gegen meine Religionsgemeinschaft. Und so kenne ich diese doppelte Fremdheit sehr. Ich kenne auch dieses Alleingefühl sehr, also dieses Beobachten der anderen beim Leben, weil man sich selber auch nicht nahe kommt so richtig. Ja? Also
dieses sich selber fremd sein wird sehr viel beschrieben in diesem Buch und das kenne ich auch sehr, sehr gut, weil man sich selber auch nicht darüber definiert, wer man ist, sondern was man alles schafft. Und da kommen wir eben an diese Anstrengung, dieses Beweisen müssen nach allen Seiten hin, eben nicht, wer ich bin, sondern was ich alles tue und was ich alles Großartiges vorzuweisen habe. Und dann bitte, bitte akzeptiert mich doch, habt mich doch endlich lieb und findet mich doch irgendwie toll und wohl wissend, dass ich mich selber ja auch nicht toll finde, weil ich mich selber gar nicht kenne. Und das ist aber auch, glaube ich, so ein Moment, wo man so ganz, ganz ehrlich auch sein muss ab einem bestimmten Zeitpunkt und auch verstehen muss, man selber ist gefangen in diesem System der Leistung. Also wir sitzen hier vor einem vollen Saal, die Menschen sind für Herrn Friedmann gekommen. Auch für alle hier. Aber es ist genau dieses Prinzip. Wir sind da, weil eine Person etwas darstellt, weil eine Person etwas geschaffen hat. Und letztendlich wir auch, wir beide auch. Wir hatten einen E-Mail-Austausch, wo ich gesagt habe, schön, uns wiederzusehen nach so langer Zeit. Und Sie haben sich gar nicht erinnert, dass wir zusammen 2 Jahre zur Journalistenschule gegangen sind, weil ich wahrscheinlich einfach in Ihrer Wahrnehmung nicht wichtig war in diesem Moment. Und ich glaube einfach, dass wir müssen da selber auch ehrlich sein und mich eingeschlossen. Ja? Wir sind selber, wir beschweren uns darüber, dass wir mit Migrationsgeschichte nicht alle einen Impfstoff erfinden müssen, aber wir sind ja selber da drin, also wir hechten selber den Eliteabschlüssen nach. Mein Vater hat ganz, ganz spät in seinem Leben noch promoviert, nach 2 Studiengängen und es geht immer nur um dieselbe Anerkennung, die man sich erstreitet und eigentlich ist man selber genauso gepolt, dass man die Menschen im Gegenüber genauso auch bewertet. Und ich glaube, da ist diese große Ehrlichkeit irgendwie wichtig und ich finde das sehr anstrengend, aber ich glaube, noch viel mehr leuchtet mir ein, dass es wirklich darum geht, selber in diese Phase, in diese Dasein zu kommen, den Menschen gegenüber als Menschen anzuerkennen und mich selber auch einfach in diesem Sein anzuerkennen. Und das ist das, was ich auch ganz zu Beginn meinte. Mich auch selber davon zu distanzieren, von diesen Schichten, wo ich denke, das ist für die Menschen relevant, wenn sie mich sehen. Mhm. Aber ich möchte, dass die Menschen mich ja nicht als die Deutsch-Iranerin sehen und als die Bahai sehen. Ich möchte, dass sie mich als Individuum sehen, als jemand, der Humor hat, als jemand, der wirklich gerne auch Bücher liest, als jemand, der vielleicht ein bisschen introvertiert ist. Also ich möchte ja, dass ich als dieses Individuum anerkannt werde. Und dafür muss ich es aber selber erkennen und selber anfangen zu lieben. Mhm. Also ich finde das sehr ehrlich beschrieben und ich glaube, dass wir drei solche ähnliche Berichte abgeben können. Aber auch hier, ich wollte das schreiben, in meiner Biografie gibt es kein Urvertrauen. Ich habe einerseits eben ein Zuhause gehabt, wo Eltern das überhaupt nicht vermitteln konnten. Aber in dem Buch wird auch beschrieben, ich hatte mit 2 Jahren eine Verbrennung dritten Grades. Das war im Jahre 1958. Da war das für Kinder in diesem Zustand sowieso ganz schwierig. Und ich war fast ein halbes Jahr wirklich lebensgefährlich bedroht und musste dann, weil eine Krankenschwester den Pulli, den ich trug, so einen Wollpulli aufschnitt und dann abnahm und dabei bei heißer Wolle, das ist wie Patex, an die Knochen ging. Ich musste dann, weil es transplantiert war, eigentlich ein zweites Mal Jesus spielen, damit ich hier nicht als Glöckner von Notre Dame sitze. Und mein Psychologe hat mir sehr deutlich gemacht, dass also Verbrennung ist der schlimmste Schmerz, den der Mensch hat. Und es ist auch dieses Urgefühl, das weggeht. Und wenn du einerseits eben dieses Urvertrauen nicht kennst, und andererseits aber in einer Umgebung bist, die dich in Frage stellt, nicht nur als Person, sondern als Mensch sein und von Vernichtung, ob das jetzt die ist oder bei uns diese
fürchterlichste Menschheitsvernichtung, die je gemacht und gedacht wurde, erlebt hat. Und das im Land der Menschen, mit diesen Menschen, die dafür Verantwortung tragen. Und sei es der Lehrer, der nicht mal denunziert hat, aber zugelassen hat, dass das Kind 1936 abgeholt wurde, dann ist es sehr schwer, eine Liebesbeziehung zu sich selbst zu entwickeln. Und ich würde bis heute sagen, dass ich mich nicht lieb genug habe. Und viele Freunde von mir sagen das. Oder wenn ich eben etwas mache, wo auch bei diesem Buch, wo sie sagen, hey, du kannst ja richtig stolz drauf sein. Und ich überhaupt nicht verstehe, was sie damit meinen, aber sehr gut verstehe, was damit gemeint ist. Und es gibt, und das ist mir immer wichtig, ich habe dieses Buch geschrieben, ja, mit Bildern und Erinnerungen und einer Sprachästhetik, die aber den Grund hatte, viele Menschen ihre eigenen auch Teile der Biografie nochmal bewusst zu machen, in Erinnerungen zu bringen, zu beschreiben. Es ist exemplarisch. Und nicht alles, was in dem Buch steht, ist so passiert. Auch das ist mir wichtig zu sagen, weil am Anfang hat so jeder geguckt, also ach, das hat er erlebt und jenes hat er erlebt, nicht alles stimmt. Das Wichtigste aber ist, es gibt eben so viele Seelen, Biografien, ganz unterschiedliche Gründe, in denen so etwas wie Selbstliebe und Selbstbewusstsein als Selbstverständlichkeit der Existenz nicht hergestellt wurde. Und wir so unsensibel und trottelhaft und teilweise ohne Empathie darüber hinweggehen. Und wenn man sich überlegt, was man dann tut, wenn man darauf dann stoßt, und das passiert mir doch auch, dann sollte man sich an den eigenen Schmerzen erinnern. Und vielleicht macht man es dann einmal richtig weniger. Aber ja, ich will nur, weil wir das sehr jetzt auch persönlich reden, sagen, um es einzuführen, dieses Buch, darauf bestehe ich, ist auch ein sehr politisches Buch. Es geht hier auch um Gesellschaft und um Gesellschaftskritik und um Gegenwartskritik und um die Frage, das Buch ist nicht nur nach hinten gerichtet, sondern wir sind die Zeugen unserer Zeit. Ich bin Zeuge meiner Zeit. Und was passiert mit all dem, was wir hier jetzt so andeuten, heute und mitten unter uns? Und das ist mir schon wichtig, dass das Buch auch da mehrere Schichten hat. Ja, natürlich. Also darf ich nur ganz kurz einhaken, ja, weil das finde ich, aber die Brücke ist für mich absolut in diesem Buch gegeben. Weil das, was wir besprochen haben, warum das auch auf der persönlichen Ebene so schwer ist, ist natürlich, dass demgegenüber diese große Verzweiflung steht, dass auf den Trümmern eines Völkermords es nicht die oberste Zielsetzung ist, eine plurale, offene Gesellschaft zu bauen. Das ist für mich eine nicht nur eine vergebene Chance, das ist eine Schande, dass das nicht wahrgenommen wird. Und das ist eine riesige Verzweiflung, die sich da breit macht. Also wenn ich heute lese über diese Vorfälle in Heidesee, was mit den Schülern passiert ist, ich frage mich wirklich, dieser Spruch mit diesem, es ist kein Raum hier und wir verurteilen das. Ich war 2000 mit einem Diversity Dance Theater in Plau am See. Das war keine Schulfahrt, sondern das war ein soziales Projekt, wo es um Rassismusaufklärung geht, also no matter if you're black or white. Und das war ja diese Phase. Und wir sind da aufgetreten mit so einem Tanztheater und wir wurden abends dann genau so angegriffen. Mit Fackeln, alkoholisierte Jugendliche. Einer hat zu mir gesagt, ich ficke dich, dann ist endlich etwas Deutsches in mir. Und ich war nicht mal 18 und ich muss sagen, ich sage solche Wörter nicht, nehme sie sonst nicht in den Mund und danach hat auch niemand mehr mit mir so geredet. Und dieser drastische Hass, der einem entgegenschlägt und der sich immer wieder wiederholt, das ist wirklich zum absoluten Verzweifeln. Aber verzweifeln tun
nicht genug. Ja, und, absolut. Und ich will das sagen, nehmen wir mal an so ein Beispiel, das wird publik oder das, was jetzt am Wochenende war. Dann gibt es ja dieses gelernte, ritualisierte, manchmal kommt dann auch der Bundespräsident und erzählt zum x-ten Mal, seit 50 Jahren erlebe ich das jedenfalls, ich bin beschämt, wehret den Anfängen, nie wieder. Und ehrlich gesagt, wenn ich heute im Jahr 2023 irgendeinen Spitzenpolitiker oder eine Politikerin höre, die so etwas sagt, schreie ich laut, weil du zu wenig getan hast. Und ich bin auch nicht mehr bereit, gute Miene zu diesem bösen Spiel zu machen. Und dann sitzen die Familien der Angehörigen, auch ein Ritual, und dann kommt zu Besuch vielleicht dann der Kanzler oder die Kanzlerin. Und man erwartet dann von diesen Familien, das ist natürlich ungeschrieben, eigentlich, sie sollten dankbar sein. Der Bundespräsident kommt und tröstet sie. Dazu kann ich auch nur sagen, wer ist hier dankbar? Wer muss hier dankbar sein, wenn die Hausaufgaben der Gesellschaft nicht gemacht werden? Er müsste dankbar sein, dass diese Familien ihn empfangen. Und nicht umgekehrt. Absolut. Und mir ist das schon wichtig, das alles auch in diesem Buch darzustellen. Ich will das wieder auf die private Ebene machen. Ich hatte bis in die 40er Jahre meines eigenen Lebens Angst, eine Familie zu gründen, weil alles, was Familie war, war bei mir konnotiert mit Tod, Vernichtung, Gewalt. Und ich hatte immer die Fantasie, wenn ich jetzt wieder Kinder haben werde, dann bin ich genauso verletzbar und es wird enden in einer Katastrophe, weil auf wem soll ich mich verlassen, wenn meine jüdischen Kinder angegriffen werden, weil sie Juden sind. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe zwei Kinder und was hat der Antisemitismusbeauftragte der deutschen Bundesregierung gesagt? Juden, die erkennbar jüdisch sind mit einer Kippa, sind nicht an jedem Platz in Deutschland zu jeder Zeit sicher. Was für ein Offenbarungseid, was soll ich jetzt mit meinen Kindern und mir anfangen, wenn selbst die Bundesregierung mir sagt, geh nicht überall hin, weil du kannst als Jude geschlagen oder mehr werden. In was für einem Land lebe ich? Und dann höre ich in der Sonntagsrede während den Anfängen. Das ist jetzt endgültig vorbei. Die Verzweiflung hilft einem ja auch nicht weiter. Sie ist auch kein Faktor im Kampf um die Demokratie. Sie haben neulich auch schon in Wien die Stimmung ordentlich versaut. Darüber im Parlament, wo Sie eingeladen waren, darüber sprechen wir gleich nochmal. Aber ich möchte einmal, weil auch mich Routinen dermaßen nerven, nochmal darauf zurückkommen, Sheila Bechtjat, was Sie gerade gesagt haben oder was du gerade gesagt hast. Weil ich möchte sagen, mich hat das gerade tief getroffen, dass ich mich offenbar an dich nicht erinnern konnte, obwohl wir in einem Jahrgang waren. Man muss dazu sagen, es ist 15 Jahre her oder ich glaube sogar noch länger. Ihr habt euch nicht verändert. Bei Axel Springer, Dankeschön. Das, eigentlich sage ich das alles nur, um das zu hören. Bei Axel Springer... Aber warum sagt ihr mir das nicht? Bei Axel kommt noch. Bei Axel Springer... gelernt zu haben mit einem türkischen Namen, war, Sie haben es in Ihrem Buch geschrieben, als Sie das Bundesverdienstkreuz bekommen haben. Es hat sich so wahnsinnig falsch angefühlt, obwohl es das Bundesrepublikanischste war oder ist, was man eigentlich erleben kann in seinem Leben, das fucking Bundesverdienstkreuz zu bekommen. Für mich war es so ähnlich. Ich bin sicher nicht Teil der Elite, sondern ich komme von da ganz unten. Ich bin Kind von Arbeitern. Meine Eltern hatten ihre Hände 30 Jahre lang in Maschinen drin. Meine Mutter hat jetzt noch, die ist seit 20 Jahren in Rente, hat immer noch Schwielen an den Händen. Also insofern, ich bedauere es total, dass ich mich nicht an dich erinnert habe. Das trifft mich sehr, weil es passt nicht zu meinem Selbstbild. Deswegen, man muss sagen, bei dem E-Mail-Austausch habe ich dich noch gefragt,
Und seitdem habe ich mir den ganzen Tag den Kopf zerbrochen. Wie kann das denn sein? Woher kennen wir uns? Also insofern. Aber da kommen wir doch jetzt zum Kern. Rituale durchbrechen, das ist super wichtig im Kampf. Was ich euch beide fragen wollte, war eigentlich, wir klagen, und das tun wir zu Recht, nicht nur als Migranten oder Kinder von Migranten. Bevor Herr Benson noch eine Passage liest, das ist der Kern aus meiner Sicht, der Respekt vor dem Menschen. An euch beide gerichtet, was macht das Leben in Deutschland eigentlich lebenswert? Also, du fängst Nein, an. Nein, fang du an. Du wolltest schon ansetzen. Vielen Dank, Özlem. Jetzt sind wir alle beim Du. Und bitte fang an, weil du wolltest schon ansetzen. Was ist gut? Ich habe meine Eltern schon gefragt mit 10, 12, 13, 14 in den 60er Jahren. What the hell? Damals konnte ich aber kein Englisch. Machen wir eigentlich hier? Also man muss sich wirklich vorstellen, wir reden im Land der Mörder. Das waren sie. Also dagegen ist ja Höcke ein Imitator. Die damals da waren, waren es. Und meine Eltern und mein Vater vor allen Dingen erklärte mir, ich kann kein Geld in Paris verdienen. Ich habe gelernt, irgendwas mit Pelzen zu machen. Frankfurt war damals die Weltstadt für Pelzgeschäfte, die Pelzmesse in Frankfurt. Und wenn ich mir dann anschaue, 40 Jahre später, was er daraus gemacht hatte, dann hätte er genauso seine Existenz auch in Paris oder wo auch immer machen können. Also es ging um irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Und mit 18 Jahren hatte ich zu entscheiden, what the hell am I doing here? Jetzt frage ich nochmal, wird das gelesen? Gleich so. Und wie auch immer das Ergebnis war, ich war in einem Dilemma, das nicht lösbar war, und ich entschied mich für eine Lösung, die wir gleich hören werden. Und dann starben meine Eltern und ich war 40. Und alles war in Deutschland aufgebaut. Und ich greife wirklich nochmal auf, was du gesagt hast. Und so gesehen hat sie recht, wenn sie uns drei auf dem Weg, was auch immer dieser Begriff Elite bedeutet, sieht. Unsere Lösung, das war nicht die Lösung von allen, aber unsere Lösung war ich rede jetzt von meiner, durch übermäßige Kopfleistung mich zu bewähren. Also der Gedanke war, du kannst mich 100-mal Drecksjude nennen, aber wenn ich dir antworte, hast du Probleme. Und so banal wie das ist, ganz banal, wir reden hier von einem Jugendlichen, ich wurde Schulsprecher und ich war schon ein komischer Typ. Also das muss ich auch sagen, ich war ein komischer Typ. Es war also in den 70er Jahren, ich komme aus einer Pariser Ästhetik. Damals war in Deutschland so Parker und Jeans, die stanken und irgendwie wie Uhu klebten. Und ich bin in die Schule gegangen in einem Anzug, in einer Krawatte, ein weißes Hemd mit Parfum und Aktentasche. Und man behandelte mich auch so. Aber man wählte mich zum Schulsprecher. Und darum ging es, wenn man das an dieser Metapher sieht. Es ging darum, dass egal, was man dann doch über mich redete oder meinte, an einem Punkt konnte ich mir Respekt erarbeiten. Auch Neid, auch Ablehnung, auch wieder Gewalt. Und da musste ich dann lernen, wieder noch besser zu sein und noch mehr damit umzugehen. Und am Ende des Tages, so wie du das beschrieben hast, wollte ich oder dachte ich, bildete mir ein, dass durch das, was ich mache, was ich leiste, was ich zeige an Anstrengung, ich eine Anerkennung bekomme, die stärker ist als die Diskriminierung. Was das alles mit mir zu tun hat, keine Ahnung. Was das alles mit meinem Leben als Kind oder Jugendlicher zu tun gehabt hat, gar nichts. Es war eigentlich
der Abschied von Naivität, der Abschied von Leichtigkeit, und da muss ich auch darauf zurückkommen, und ich versuche das in dem Buch auch zu beschreiben, die Leichtigkeit und die Naivität habe ich nicht einen Tag in meinem Leben gekannt. Ich werde jetzt doch schon sehr viel älter, nachdem also gesagt wurde, wann ich geboren wurde. Ich fange jetzt an, sehr viel naiver und leichter zu sein, als in den letzten 60 Jahren. Und vielleicht erzähle ich das, weil das die Spur zum Buch ist. Wenn diese Veränderung nicht in mir begonnen hätte, glaube ich, wäre ich nie in der Lage gewesen, in mir selbst ein paar Fenster und Türen zu öffnen und sie zu erzählen. Und ich möchte jetzt dann doch etwas sagen, was vielleicht dann anders von der Melodie ist als alles, was wir erzählen. Also ich habe dieses Buch geschrieben. Ich habe an diesem Buch zutiefst gelitten und geweint. Es gab Tage, wo ich völlig verstört war, als ich da so vor mir sah, dass hat auch mit dir zu tun, das bist du. Und wie ich berichtet hatte, ich hatte Angst, dass das zum Bumerang wird. Ich hatte Angst, dass die Menschen nicht bereit sind, sich darauf einzulassen und damit auch auf sich selbst. Und ich muss zugeben, ich hatte ein Jahr, das war das Jahr 22, wo ich noch nie so viel Zuwendung, Zuneigung von vielen Menschen bekommen habe und so wenig Prügel wie nach diesem Buch. Und ich will auch gestehen, das tut mir sehr, sehr gut. Also hat sich mit Ihrer Veränderung... Bleibt lieb mit mir, ja, ich mag das. Dann bin ich ja auch lieb. Das Land scheint sich ja mitverändert zu haben. Wie du Deutscher geworden bist... Also richtig deutsch, hören wir jetzt im nächsten Abschnitt. Wobei, entschuldige, Einsatz. Ich habe deine Frage nicht beantwortet und du auch nicht. Ja, genau. Warum ich in Deutschland... Nein, es stimmt. Ich bin nicht Thomas Gottschalk, aber wir halten das schon aus. Ich lebe, heute in diesem Land, weil es noch eine Generation gibt, die ich erleben möchte. Es ist sowieso biografisch meine letzte, aber ich bin extrem neugierig auf diese vierte Generation. Sie ist aus meiner Sicht die erste, die überhaupt in Erinnerungsarbeit und Bewusstseinsarbeit hineintreten kann. Und auf die bin ich furchtbar neugierig, und ein paar von denen sind auf mich neugierig, und es geht um Menschen, und so gesehen bin ich da. Ob ich in diesem Land... In Frankreich sagt man le quatrième âge, das ist sympathischer als uralt und geriatrisch. Ob ich da hier leben werde wollen können, wird davon abhängen, wie die Mehrheitsgesellschaft sich jetzt in diesen Jahren entscheidet, ob sie Demokraten sein wollen oder nicht. Und wenn sie Demokraten sein wollen, entscheiden sie sich für die Menschenwürde. Und dann kann ich hier sehr gut leben. Und wenn nicht, rate ich vielen, nicht nur mir, sich zu überlegen, ob sie dann hier noch leben können und wollen. Ich antworte nur kurz auf die Frage, auf deine Frage mit dem, was ist schön. Ich dachte, ich soll charmant drüber hinweg gleiten. Ja, das weiß ich, aber ich mache es auch richtig, richtig kurz. Also was ist schön, muss ich schon sagen, diese Begegnung, diese Lichtmomente, so wie wir sie haben, sind natürlich diese Momente, wo man merkt, jeder Ort kann schön sein mit den richtigen Menschen, mit diesen richtigen Begegnungen. Und davon ist Gott sei Dank mein Leben erfüllt, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Trotzdem ist diese Frage für mich eben eine Frage, die sich nicht stellt, weil es impliziert, ich könnte auch irgendwo anders sein. Ich glaube eben, dass dieser Ruf nach Menschenwürde, wie wir ihn haben, dieser Ruf nach Respekt und Daseinsberechtigung, wieder, ohne jetzt zu pseudopsychologisch zu werden, irgendwann hatte ich diese Realisierung, das muss ich mir selber doch gewähren. Also ich habe eine Daseinsberechtigung, hier zu sein. Wenn ich sie selber in Frage stelle, reden wir? Und deswegen ist für mich diese Frage so, dass ich sie erstens wirklich so weit von mir weise, weil sie dann auch ein bisschen wehtut, weil ich
ich habe ja das Recht, hier zu sein. Ich habe diese Würde, hier zu sein. Und ob es jetzt gut oder schlecht ist. Das ist aber die Perspektive des Ichs. Das will ich sofort unterschreiben. Aber wenn man in Ungarn, in Polen oder teilweise, wie ich jetzt in Österreich war, oder wenn man hier in Bundesländer oder auch bundesweit mit Millionen Menschen zu tun hat, die eine Partei des Hasses wählen und dabei sagen, dass sie unschuldig sind und ihre Hände sauber haben, dann muss man gerade als Minderheit dann doch immer wieder damit leben, dass das Konsequenzen auf das Selbstbestimmungsrecht hat, wo irgendwann mal die Grenze gefährlich wird, wo sie existenziell wird. Und das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Ich mag dieses Land mittlerweile auch, weil ein Land ist erstmal eine Grenze. Aber in diesem Land leben so viele Kulturen mittlerweile, so viele unterschiedliche Biografien mittlerweile, dass ich auch gar nicht sagen würde, ich begegne vielen Kreisen, also nicht nur einzelnen Menschen, wo es spannend geworden ist, wo man neugierig sein kann, wo sehr viel mehr Selbstbewusstsein auch endlich entstanden ist, sowohl persönlich als auch von den Kollektiven her. Aber die entscheidende Frage, und da sind alle mitverantwortlich und darauf bestehe ich, wenn die 15% des Antidemokratischen, ich sage noch einmal, hier geht es doch nicht nur um Rassismus, hier geht es um das Antidemokratische, weil diese Menschen aus diesen Hassparteien widersprechen dem, was Hannah Arendt gesagt hat, es gibt ein Recht, Rechte zu haben. Und das ist der Unterschied zu Bürgerrechten. Wir haben Rechte, ein Parlament kann darüber verhandeln und sie verschwinden. Aber das Recht, Rechte zu haben, das, was Menschenrechte sind, ist unverhandelbar. Diese Parteien verhandeln aber wieder meine Rechte. Und das gilt etwas, was wir beschreiben müssen. Wenn 85% sagen, sie sind Demokraten, dann frage ich mich, warum die einen so laut sind und die 85% so leise. Und erst wenn diese 85% begreifen, dass sie sich nicht einsetzen, wenn also irgendwie wieder mal etwas passiert und zu mir kommen und sagen, ich bin solidarisch mit dir und meinen damit den Juden, sondern sie würden sagen, ich bin solidarisch mit dir, dem Bürger, weil das, was dir passiert ist, wird mir auch passieren, wenn diese 15% die Macht übernehmen, weiß ich, dass ich hier leben kann. Und wenn nicht, werden viele, auch die Brillenträger, irgendwann mal erfahren, sorry, dass du hier kein weiteres Leben hast. Und diese Verhandlung führen wir gerade. Aber wir führen sie frustrierend für mich, von viel zu wenigen. Entweder sind viele gleichgültig, gelangweilt, aber warum kämpfen wir nicht für unsere eigene Freiheit so leidenschaftlich wie die, die darum kämpfen, unsere Freiheit zu nehmen? Ich verstehe es nicht. Und warum sind wir so schüchtern, denen, die diese Menschenwürde mit Füßen treten, ins Gesicht zu sagen, das tust du nicht mit mir. Ich bin nicht bereit, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und es gibt keine Koalitionen und es gibt keine Machtgeschichten, die legitimieren, dass wir den Satz, jeder ist jemand, den ich auch in Wien gesagt habe, aufs Spiel setzen. Denn jeder ist jemand, das ist hier jeder. Und ich gebe sehr offen zu, dass ich komme darauf, weil du diese Frage so gestellt hast, es nähert sich ja immer mehr. Ich will das vielleicht nur sagen, als ich 30 war, habe ich mit meinen Freunden besprochen, und übrigens nicht nur jüdischen, wenn die NPD je in einen Bundestag kommt, gehe ich. Die Partei des Hasses ist wie die NPD. Ich bin noch nicht gegangen. Aber was mache ich, wenn sie in eine Regierung kommt? Was in Sachsen und Thüringen möglich ist? Und was sage ich dann erst, wenn sie in der Bundesregierung sind? Und das macht mich krank, dass so viele Menschen nicht momentan auf dem Weg sind zu spüren, was es für ihr Leben bedeutet, dass eine Partei des Hasses Exekutivgewalt bekommen könnte. Das kann doch nicht nur mein Problem sein, weil ich als Jude das empfinde. Ich sage das wirklich alles nicht, weil ich jüdisch bin, sondern weil ich so gerne meine Meinung sage und frei sage. Und deswegen möchte ich diese Partei des Hasses nicht. Ich will sie nicht. Nee, wir wollen sie alle nicht. Nein, wir wollen sie alle nicht, aber mein Eindruck ist, dass die Demokraten auf diesem Kontinent vielleicht ein bisschen verlernt haben zu kämpfen.
und wir wieder ein bisschen mehr lernen müssen, weil die Gefahren nicht nur in Deutschland, ja, auch in anderen, bei unseren Nachbarn in Frankreich, das kennt ihr beide sehr gut, in der Türkei, Ungarn, Polen, Österreich, wo du ja gerade eben warst, worüber wir vielleicht gleich noch ganz kurz hören werden, um nicht zu spoilern. Da die Zeit etwas vorangeschritten ist, würde ich vorschlagen, wir machen einfach weiter und ziehen 15 Minuten länger durch. Genau, dass wir absolut. Ich bin nicht Thomas Gottschalk, ich überziehe trotzdem. Vielleicht lesen wir zwei Passagen, wäre mein Vorschlag. Ich würde Ihnen überlassen, welche Sie... Sie wollen alles hören? Okay. Ja, dann, alles. Wenn Sie noch Sitzfleisch haben, dann hören wir uns alles an. Bitte schön. Nicht mehr Ausländeramt. Jetzt Einwohnermeldeamt. Nicht mehr bedroht und unerwünscht, jetzt geduldet. Endlich das richtige Dokument. Dokumente sind wichtig. Manche sagen, das Wichtigste. Richtige Papiere sind Türöffner, sind Lebensöffner, sind Universalschlüssel zum Wir. Einbürgerungsurkunde, deutscher Reisepass, Personalausweis. Das Kind ist 18 Jahre alt und jetzt offiziell Deutscher. Schüttelfrost. Lebensmittelpunkt Deutschland. Schüttelfrost. Zukunft. Deutschland. Schüttelfrost. Nächte nicht geschlafen. Das Kind wollte weg. Sehr weit weg. Nie verstanden, warum seine Eltern hier lebten. 1970er Jahre. Hass auf Fremde. Italiener sind Spaghettifresser. Türken stinken nach Knoblauch, Griechen auch. Juden sind nur da, um ein schlechtes Gewissen zu machen. Viele sind Kanaken. Die Fremden leben in ihren Ghettos. Wenige haben es in den Mittelkreis geschafft. Bleiben außerhalb. Bleiben Kanaken, sagen sie. Menschenhass. Ganz kurz vorher, das Kind hat ein Visum für New York. Nichts wie weg. Große, weite Welt. Freiheit. Das Kind steht vor seiner Mutter, vor seinem Vater, stolz. Alles selbst organisiert. Mutter und Vater sitzen am Esstisch. Ein Kronleuchter strahlt hell. Das Kind sagt, ich bin glücklich. Schweigen. Sekunden, die ihm vorkommen wie Ewigkeit. Mutter sagt mit leiser Stimme, willst du uns allein lassen? Willst du uns umbringen? Wieder Sekunden. Jetzt Blitzgeschwindigkeit. Das erste Mal. Das Kind muss sich entscheiden. Links abbiegen oder rechts abbiegen. So oder so. Entweder oder, alles oder nichts. Wieder Sekunden. Jetzt Blitzentscheidung. Das Kind zerreißt das Visum. Es bleibt. Es wird Deutscher. Staatenloses Kind, Migrantenkind, Judenkind. Lebensaufgabe dieser Kinder, Eltern glücklich machen. Eltern stolz machen.
Sie sagen, wir hatten es schwer, du sollst es besser haben. Wir können die Sprache nicht, du musst sie für uns sprechen. Wir hatten wenig Schule, du musst lernen. Für uns, für dich, für die anderen, die ohne Chance auf Leben. Musst besser sein, noch mehr lernen. Du bist nie die. Deshalb musst du noch mehr lernen. Sie sehen dich nicht. Lerne. Überlebe. Lerne. Hole auf. Sie rennen immer schneller, weiter als du. Hole sie ein. Lerne. Renne. Papa liest Frankfurter Allgemeine Zeitung jeden Abend im Esszimmer. Über ihm der Kronleuchter, auf dem Tisch aufgeschlagen, Doppelseiten. Buchstabenchaos. Er flüstert die zusammengesetzten Buchstaben. Worte werden hörbar. Papa braucht lange. Manchmal sitze ich daneben, lese vor. Keine Buchstaben, sofort Worte. Keine Worte, sofort Sätze. Keine Sätze, sofort Absätze. Papa lächelt. Stolz. Ich schaue auf Papa. Beschämt. Weiß nicht warum. Papa sagt, du hast nur eine Chance. Werde klug. Lerne. Sie können dir alles nehmen, nur nicht das, was du im Kopf hast. Papa setzt wieder seine Brille auf und liest. Buchstabe für Buchstabe. Jeden Abend. Jahrelang. Lebenslang ein Fremder. In diese Welt geworfen als Fremder. Dazwischen zappeln, strampeln, schuften, um nicht ein Fremder zu sein. Illusionen, Fantasien, Selbstbetrug, kindische Hoffnung, aber doch vorhanden. Ankommen, irgendwo, irgendwann, zu Hause sein, Heimat haben, angenommen, aufgenommen sein, nicht allein, nicht einsam sein, nicht rausfallen, nicht runterfallen, nicht wegfallen. Hallo Fremder, da bist du ja. Noch einer, wieder einer. Viele Fremde werden dadurch nicht mehr Fremde, nur weil sie viele Fremde sind. Was ist das Gegenteil von Fremder? Ich löse mich auf, bleibe trotzdem Fremder. Ich gebe mich auf, bleibe trotzdem Fremder. Ich zerschmelze, bleibe trotzdem Fremder. Ich verbrenne, bleibe trotzdem Fremder. Ich gebe nach, bleibe trotzdem Fremder. Ich schreie, bin kein Fremder, bin trotzdem Fremder. Ich bettle, kein Fremder zu sein, bin trotzdem Fremder. Ich ritze mir die Haut, bleibe trotzdem Fremder. Ich ziehe mir neue Haut an, bleibe trotzdem
Fremder. Rathaus. Nicht mehr Fremder. Viele Menschen. Mittelkreis. Kreis der Mitte. Mitte Menschen. Dazugehörende Menschen. Sich dazugehörend fühlende Menschen. Als dazugehörend anerkannte Menschen. Wichtige Menschen. Sich wichtig nehmende Menschen. Als wichtig gesehene Menschen, mächtige Menschen, sich als mächtig fühlende Menschen, als mächtig gefühlte Menschen. Dabei liebe Menschen, mich liebende Menschen. Anlass: Bundesverdienstkreuz, gemeint als Auszeichnung, Belohnung, Hervorhebung für irgendwas. Was Wichtiges? Mein Herz rast. Ich will weg. Nur weg. Ich bin hier falsch. Verfälscht. Falsch gesehen, falsch verstanden. Meine Füße kleben am Boden. Bewegungsunfähig. Erstarrt. Mein Kopf glüht. Alles fühlt sich falsch an. Ich mich auch. Das neue Land, das jetzt andere Land, das sich anders fühlende Land, das Land, das gelernt hat, so die Erzählung, das Land, das erzählt, dass es gelernt hat. Verstanden hat, das nie wieder Land. Familienaugen, fragende Augen, Tränenaugen, tote Augen. Sie schauen mich an. Über 50 Geister. Nicht eingeladen. Über 50 Geister tanzen um mich herum. Ich bin stolz, traurig, glücklich, verzweifelt, zerrissen, aufgewühlt, angepasst. Sehnsuchtsvoll, erwartungsvoll, naiv, misstrauisch, aufgepumpt, tot, lebendig. Das Kreuz hängt an meiner Jacke. Schwere Steine ziehen mich runter, ziehen mich rauf. Der sichtbare Beweis, jetzt gehört er dazu. Die Falle, die Verführung, die Illusion, als wäre es Zauberei. Die Oberbürgermeisterin lobt. Wen meint sie? Spricht von Versöhnung. Was meint sie? Engagement. Sagt sie noch. Lächerlich, denke ich. Die Oberbürgermeisterin, der Zauberlehrling, die Auszeichnung, der Trick. Welcher Trick? Wo sind die verblüfften Augen? Der Aufschrei des Entzückens, des Entsetzens? Eine Rede. Ich stammle mit flüsternder Stimme. Ich bin auf einem Friedhof geboren. Meine Eltern
waren die Friedhofsverwalter. Ich war ihr jüngster Mitarbeiter. Ich muss sagen, was ich gerade schön finde an Deutschland, ist, dass eine iranische Deutsche oder deutsch-iranische Frau ein polnischer, französische. Jüdischer, französischer und was weiß ich noch und eine Deutsch-Türkin, türkische Deutsche hier in Hamburg-Bergedorf auf einer Bühne sitzen. Und ich würde schätzen, 200, 250 Bergedorfer, Hamburger hierher gekommen sind und so viel Sitzfleisch mitgebracht haben und uns zuhören seit 2 Stunden. Das ist schön. Und Herrn Benson, natürlich, Entschuldigung. Der Bio-Deutsche in unserer Runde, wie konnte ich ihn vergessen? Verzeihen Sie mir. Ja, ich würde sehr gerne das mit dem das Kapitel und nochmal tausend Dank fürs Vorlesen. Ich würde gerne dieses Kapitel Fremd nochmal aufgreifen, weil auch hier versuche ich deutlich zu machen, zwar exemplarisch, was an unseren Biografien so erkennbar und aber auch durch Kultur und Konstruktion zum Fremd gemacht wird. Aber ich glaube, dass das große Thema des Menschen an sich und seines Bewusstseins ist, sich damit auseinandersetzen zu müssen, dass es ein endliches Leben ist, sich auseinanderzusetzen, dass man an sich selbst eigentlich fremd bleibt, und zwar nicht nur, wie du es geschildert hast. Also ich habe sehr oft diesen Reißverschluss aufreißen wollen, um mich mal von innen zu sehen. Und ich glaube, viele Menschen würden gerne mal wirklich wissen, wer bin ich? Das Fremdsein des Alleinseins und die Einsamkeit, die wir leben, vielleicht damit zu kompensieren, dass wir nicht allein sind, sondern Gruppen werden und in der Gruppe so allein sein, uns fühlen können, wenn wir die Rituale der Gruppe nicht mitmachen oder sie gar nicht mögen. Die Gruppe ist das Ritual der Gruppe. Also ich will auch an diesem Buch die Fragen stellen für uns, wenn wir lesen, wie das eigentlich ist mit diesem Fremdsein. Und ich komme darauf zurück, weil du siehst, ich höre Moderatorinnen sehr genau zu. Du hast ja ganz am Anfang mal gesagt, kann es nicht auch etwas Gutes haben? Und das ist mir noch sehr im Ohr. Ich kämpfe jetzt wirklich Jahrzehnte gegen dieses Fremdsein, gegen dieses von außen fremd gemacht werden, werde ich kämpfen, solange ich lebe. Weil kein Mensch hat das Recht, mich zum Fremden zu machen. Kein Mensch. Kein Mensch hat das Recht, irgendjemand zum Fremden zu machen. Aber ich kämpfe mit... Aber das haben Sie bei mir auch gemacht. Was? Oh. Was, bitte? Nochmal, bitte. Na gut. Okay, ja. Aber wie komme ich mit meinem eigenen Fremdsein zurecht? Und ich habe eine Familie und ich bin sehr glücklich mit dieser Familie. Aber am Ende des Tages bin ich ein einsamer Mensch. Und vieles, was ich lebe, hilft mir irgendwie. Das sind wirklich Menschen, die ich zutiefst liebe. Aber vielleicht habe ich mit diesem Buch auch versucht, mich mit dem Fremdsein als Existenzidentität ein bisschen in Frieden zu treten und nicht zu glauben, dass dieses Gefühl, ein Fremder in dieser Welt zu sein,
etwas ist, was auch bewältigt werden könnte, sondern dass das eine große Einsamkeit, aber auch gleichzeitig eine große Kraft hat. Denn auch wenn ich ein Fremder bin und es langsam anfange, das anzunehmen, heißt es für mich umso mehr, Empathie entwickeln zu wollen. Also zu spüren, lernen zu wollen, wer bist du? Neugierig auf dich zu sein, ohne dabei zu verwechseln, dass wir dann verschmelzen. Ich glaube nicht an diese Verschmelzungen. Ich glaube auch, dass die ganz große Liebe nicht das ist, was die Romantik uns erzählt, als Trost vor diesem Fremd- und Einsamkeitsgefühl, sondern sie darin besteht, dass zwei Individuen eine Brücke bauen, aber dass sie trotzdem stehen bleiben und nicht deswegen in eine Verschmelzung kommen. Und auch Nationalismus ist ja nichts anderes als die Geschichte, man würde verschmelzen zu einer Nation. Ja? Okay. So, ich wollte damit nur sagen, dieses Buch Fremd hat auch den Grund, dass wir alle uns ein bisschen damit lernen, auseinanderzusetzen und gar nicht so sehr eine Angst haben vor diesem Fremdsein. Denn Fremdsein macht Angst. Aber Fremdsein, wenn man es annimmt, kann auch etwas bedeuten, womit man ein gutes Leben leben kann. Wunderbar. Sehr schön. Das darf ich da gleich was dazu sagen. Ich muss etwas, nach 2 Stunden darf man etwas leichter werden. Ich habe nämlich das Geständnis, dass ich wahnsinnig viel Deutschrap höre. Und bei dieser Stelle musste ich an eine Stelle in einem ganz tollen Lied denken. Und die geht, es ist gut, wichtig zu sein, es ist besser, gut zu sein. Also in den eigenen Augen. Und daran musste ich dann immer denken, als ich es mir gelesen habe. Und ich glaube, was du gesagt hast, würde ich gerne aufgreifen. Was ist diese Frage, was ist eigentlich der Gegensatz zu dem Fremd? Und ich finde es das ganz Gegenteil, das Gegenteil zu dem Fremd. Und ich finde es total schön, dass ich jetzt verstanden habe, dass eigentlich eine Gegenbewegung zu diesem Gefühl, fremd zu sein, die Neugier ist. Mhm. Was hält uns davon ab, neugierig zu sein? Ehrlich gesagt, wir hatten eine Diskussion letzte Woche in der Paulskirche und da gab es ganz viele Gespräche hinterher. Und das war für mich ein riesiger Lernprozess, weil ich gemerkt habe, ich konnte nicht neugierig sein, weil ich ganz viel Angst hatte. Warum hatte ich Angst? Weil ich das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, was danach kommt. Und diese Neugier zu haben, bedeutet eben zuzulassen, dass da etwas kommt, was man nicht kennt. Also wirklich dann auch fremd sein, wirklich anzunehmen und das Vertrauen zu haben, diese Welle kann ich reiten. Es ist ja gar nicht schlimm. Und ich glaube, Neugier ist eine so starke Einstellung, die klingt wahnsinnig banal, ist eigentlich total schwer und die hilft uns, dem Ganzen zu begegnen. Und das würde ich total gerne aufgreifen, auch wenn das jetzt sehr abstrakt ist, aber das war eigentlich genau mein Schluss oder mein Wunsch zu sagen, ich möchte gerne diese Neugier mehr in meinem Leben eigentlich haben. Neugier statt Angst. Also wenn hier die Anwesenden und ich einfach nochmal überlegen, dass man aufgrund von Einsamkeit und Alleinsein und Angst in Wirs übertreten möchte und dass der Preis des Wirs oft die Aufgabe vom Ich ist, und man dann in diesem Wir sitzt und sich fragt, war es das wert, jetzt als Opportunist zwar ein Wir zu sein, oder war es dann nicht besser, alleine ein Ich zu sein, habe ich in den meisten Fällen das Ich genommen. Aber ich finde trotzdem, dass wir ein Konzept für ein Wir brauchen. Und ich finde, darüber wird wirklich zu wenig gesprochen. Mhm. In meinen Augen reden wir ganz, ganz viel selber auch von dem Hass und von der Unterdrückung und von allem, was uns entgegensteht. Ich will jetzt nicht sagen, dass man es füttert, aber wir kreisen ganz viel darum. Und oft wirkt dann diese Frage, ja, was kann man denn tun, so banal. Und dann sind die Antworten auch so banal. Dann gibt es Prävention und dann gibt es die Kurse und dann gibt es das. Und dann,
Und das ist banal, aber wir müssen doch überlegen, was ist dieses Wir und wie schaffen wir dieses Wir? Und ich möchte nur eine Sache dazu sagen, weil das ist, glaube ich, jetzt zum Beispiel in der Philosophie meiner Religion wirklich essentiell, weil diese Einheit in der Vielfalt ist das Hauptprinzip meines Glaubens. Aber wie soll das überhaupt funktionieren? Und das ist eben nicht, bedeutet nicht, dass wir uns hassen und sofort in die Arme fallen. Das geht ja gar nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Wie geht das? Es geht, dass wir den Hass eigentlich nur überwinden, wenn erst einmal Gerechtigkeit hergestellt wird. Also Gleichheit, Gleichstellung, dass wirklich diese gleichen Rechte, die Anerkennung aller gleichen Rechte, das ist eigentlich der allererste Schritt. Und der zweite Schritt, bevor wir überhaupt von einem Wir sprechen, ist tatsächlich diese Überwindung. Und diese Überwindung findet nur durch eine Form von natürlich Zuwendung, Liebe, dieser wirklichen auch emotionalen, nicht nur rationalen Annahme dessen, dass wir alle Menschen sind, die eine bestimmte Empathie benutzen, die eine bestimmte Empathie brauchen und auch verdienen. Und dann erst kann man von einem Wir, einer Gesellschaft, der man sich anschließen will, auch sprechen. Aber ich finde, ich sage das, es klingt so abstrakt und abgehoben, weil wir reden in meinen Augen viel zu wenig darüber. Aber ich würde das gern aufgreifen. Erstens habe ich ein Problem, weil das ein ganzer Abend wäre, weil du das auch mit einem Glauben koppelst. Mhm. Und sobald wir von Glauben, welchem Glauben auch immer, Gottesglauben oder andere reden, sind wir beide als Philosophen schon mal sehr gefordert, mit größter Vorsicht Konzepte umzusetzen, die allgemeingültig sind. Die zweite Bemerkung, die du gemacht hast, war, wir reden so viel, uns sei beinahe. Es tut mir leid. Die einzige Möglichkeit, um gegen Aggression, gegen Hassmomente, wo man dabei ist, etwas zu tun, ist, man tut es. Und indem man millionenmal in seinem Leben, ob im Job, ob in der Familie, ob im Verein, reagiert, entwickelt sich die Selbstverständlichkeit dieser Identität. Ansonsten haben Leute ja schon einen Muskelkater, wenn sie irgendwann mal sagen, also war das jetzt vielleicht doch übertrieben, was du gesagt hast. Man muss es tun. Und dasselbe ist für das Gesellschaftliche. Ich will kein Glauben, ich will auch keine Begründungen, sondern es ist die Verantwortung eines Bürgers in einem demokratischen Rechtsstaat, dort, wo die Würde des Menschen angetastet wird, zu reagieren und der Staat seinerseits ebenfalls. So, Moment, ich bin da noch nicht fertig. Ich greife das nur auf. Aber für mich ist auch die Frage nicht, ob ich geliebt werden will. Geliebt werden möchte ich ehrlich gesagt auch. Auch. Aber doch, Moment, nicht so schnell. Aber ich meine, ich freue mich, wenn mir jetzt warme Gefühle entgegenkämen. Aber ich möchte doch nicht geliebt werden im Sinne von allen. Ich möchte geliebt werden von ganz bestimmten Menschen. Manche lieben mich und ich liebe sie dann nicht zurück und umgekehrt. Aber wir sind doch hier an einem ganz anderen Punkt. Egal welcher Mensch. Es geht nicht um Liebe in einer Demokratie und in einer zivilisierten Gesellschaft, sondern es geht um Respekt. Und der Respekt ist etwas, was nicht verhandelbar ist, weil er dem Menschen an sich gebührt. Das ist die Idee der Zivilisation. Und dort, wo es nicht stattfindet, müssen wir verhandeln. Wir müssen verhandeln, wir müssen reden und streiten. Das gilt für eine Beziehung, das gilt für eine politische Entity. Wir müssen das tun. Und jetzt die letzte Antwort auf das Wir. Ich weiß, und auch als Philosoph weiß ich, aber auch als Mensch mit meiner Erfahrung, ich habe ja auch Kinder, wir überleben nur in einer sozialen Gruppe. Also diese Wirs bilden sich ja dauernd. Nur so kann Gesellschaft leben. Aber ich möchte ein Wirs von emanzipierten, ich-starken Menschen haben, die eben nicht ihr Ich abgeben müssen an der Garderobe, um in das Wir zu kommen, sondern weil sie mit ihren starken Identitäten, weil sie ein Ziel haben, gemeinsam dieses Ziel als Gruppe diskutieren und dabei natürlich ihre emotionale Intelligenz haben, sich nicht dabei unterdrücken müssen, wenn sie eine Gruppe werden. Währenddessen das Modell, das wir momentan leben, ist auch in den kapitalistischen, auch Büroorganisationen überall, erstmal klein anfangen, erstmal ein bisschen gedemütigt werden, du musst dich hocharbeiten. Und dieses Hocharbeiten ist ja nicht nur eine Leistungsabfrage.
Damit kann man ja noch umgehen. Sonst hat viel damit zu tun, wie Hierarchien dich erst einmal halten und nach oben nicht pressen, sondern dich runterpressen, damit irgendwas von dir noch nach oben kommen kann. Ich möchte wir Gesellschaften haben mit emanzipierten, selbstbewussten Menschen. Und das setzt eine große Veränderung auch von Bildungssystemen voraus, von Machtsystemen voraus. Und man kann abschließend, wie dieses Buch auch meine Biografie sagt, am ehesten haben ja die Minderheiten damit ein Problem. Machen sie sich klein, werden sie zwar immer aufgenommen, aber immer wieder, selbst wenn sie schon irgendwo sind, mit so einem kleinen Hinweis, na, obwohl du es mir heißt, darfst du mitspielen. Sind sie selbstbewusst, wird ihnen gesagt, was bildest du dir eigentlich ein? Wer bist du? Du bist doch erst seit 55 Jahren in diesem Land. Jetzt muss ich aber eine Sache ganz kurz sagen, weil jetzt hast du natürlich ein bisschen die Ebenen vertauscht. Diese Ebene Religion ist immer schwierig, die verstehe ich, das verstehe ich auch. Ich habe sie ja eingeführt, um meinen Anspruch an das Wir zu formulieren. Deswegen würde ich sagen, das war vielleicht eine abseitige Diskussion, ja, was Religion tatsächlich für eine Rolle hat. Der Anspruch an das Wir, da sind wir uns doch total einig, von dieser emanzipierten Persönlichkeit, die du sprichst, die du in dem Einzelnen suchst. Darum geht es mir doch genau. Also wie kommen wir dahin, dass wir dieses Selbstbewusstsein, auch diese Selbstaufforderung, Gestalterinnen und Gestalter der Gesellschaft zu sein, tatsächlich umsetzen können. Und ich glaube, bei den Minderheiten ist nochmal ein anderes Thema. Bei den Minderheiten ist ja einmal das Thema, sie zeigen unter einem Brennglas, was in einer Gesellschaft verkehrt läuft. Also wenn jemand wissen will, wo es in der Gesellschaft krankt, kann er auf die Minderheiten gucken, weil da sieht man alles. Und wir sprechen ja sehr viel im Moment über Intersektionalität. Und ich denke, in dem Leben von Özlem und mir gibt es dann wieder Überschneidungen, weil wir als Frauen mit einer Migrationsgeschichte noch besondere Geschichten erzählen, was in Deutschland eigentlich schiefläuft. Ich glaube, der Punkt ist, dass die Minderheiten jetzt, und das ist wirklich sehr spannend zu sehen, und das machst du ja auch immer, einen Reflex entwickeln, sich nicht mehr gegeneinander ausspielen zu lassen. Also zu zeigen, indem wir uns zeigen, indem wir uns natürlich auch mit unseren Wunden und Verwundungen zeigen, mit unseren Spuren, aber auch mit diesem Selbstverständnis, dass eine Minderheit natürlich dieser ganz natürliche Bestandteil einer Gesellschaft ist, in der wir leben. Also das ist, glaube ich, da, wo wir hinkommen schon, wo wir die Ansätze, glaube ich, schon dann inzwischen sehen in Deutschland, wie es auch sein könnte. Und ich finde, was sich da gerade tut, das ist so, so wunderbar. Mhm. Und ich möchte jetzt nicht über Deutschland hinausgehen, ich möchte das nur auch noch sagen, weil mich das wirklich sehr beschäftigt. Die Antwort der unterdrückten Menschen im Iran auf die Unterdrückung ist Frau, Leben, Freiheit. Gegen das Morden sagen sie Leben, gegen die Gender-Apartheid sagen sie Frau und gegen die Unterdrückung von Minderheiten sagen sie Freiheit. Und zwar durchweg. Und ich finde das, ehrlich gesagt, so inspirierend vom Ansatz her, zu sagen, das ist die Antwort auf Unterdrückung. Und das beschäftigt mich unglaublich. Und ich glaube, das wäre auch noch mal eine tolle Veranstaltung, über dieses Thema Minderheiten, nicht auf die Minderheiten zu gucken, die Minderheiten sind so wahnsinnig benachteiligt, sondern was können wir von Minderheiten eigentlich lernen an Resilienz? Weil jeder Mensch braucht Resilienz. Was lernen wir von Menschen, die zu der sogenannten Minderheit gehören, an Resilienz? Ich finde, das ist eine wunderbare nächste Idee für einen Abend bei der Körperstiftung. Ich wollte nur sagen, ich bin keine gerne. Minderheit. Bitte? Ich bestehe darauf, ich bin keine Minderheit. Sehr gut. Ja. Darauf bestehe ich. Ja. Weil ich jüdisch sehr bin gut. Und hier ein paar Leute mehr Christen sind, bin ich noch lange keine Minderheit. Ja. Sehr gut. Nein, das ist mir wunderbar. Auch wichtig. Ja, das ist mir auch wichtig. Ja. Weil auch das ist ein Emanzipationsprozess. Ja. Das ist eben der Unterschied zu integrieren. Nein, also wenn wir integrieren, müssen wir ja nicht nur mich integrieren, wir müssen Herrn Höcke integrieren.
Nee, müssen wir nicht, finde ich. Ich würde das auch jetzt nicht aber so siehst du, lassen. Aber nein, ja, wenn man es aber ernst nimmt, wir müssen guck mal, exkludieren. Der Minderheit wirft man vor, sie sei nicht integrierbar oder Teile von ihnen, weil sie das Grundgesetz nicht respektieren. Das gilt dann aber auch für andere. Natürlich. Aber ich wollte nur, weil du das so betont hast, einfach dialektisch und weil es mir Spaß macht, dass wir mal einen anderen Gedanken noch raufsetzen, sagen, wieso bin ich eigentlich eine Minderheit? Ich bin deutscher Staatsbürger und bin damit eine Farbe unter 80 Millionen andere Farben. Aber das ist doch auch kein... Aber Moment. Das kriegt... Ich wollte doch nur ein... Das kriegt... Das wäre für einen eigenen Abend, glaube ich, auch noch mal ein Thema. Aber es ist ja auch kein Grund, sich zu schämen, Teil einer Minderheit zu sein. Ich habe mich für mein Leben noch nie geschämt. Sehr gut. Das habe ich auch nicht so empfunden. Ich habe für Dinge, die ich getan habe, mich geschämt. So. Aber nicht für meine Existenz. Aber man kann sich auch hinstellen und voller Stolz sagen, ich gehöre zu einer Minderheit, verdammt nochmal. Und so ist es. Aber darüber sind wir uns einig. Ich will nur zum Nachdenken bringen. Tust du. Weil, das ist eben sehr schnell dann gesagt. Und übrigens, stolz sein, eine Minderheit zu sein, finde ich genauso schwierig, wie stolz sein, die Mehrheit zu sein. Das will ich auch sagen. Also ich bin da sehr dialektisch, wie du gerade merkst, weil auch am Ende dieses Abends will ich ja weit über das Buch, das ja schon geschrieben ist, hinausgehen. Aber die Fragen, die daraus möglich sind und die Diskussionen, die wir jetzt auch führen, wenn ein paar Diskussionen durch dieses Buch mehr entstanden sind, mehr kann sich ein Autor nicht wünschen. Jetzt haben wir doch nicht über Österreich geredet. Das Rätsel lösen wir vielleicht im Foyer, aber ich möchte jetzt mir das Recht herausnehmen, ein kurzes Schlusswort zu sagen. Was war in Wien? Okay, gut. Also wir lösen das, jetzt ist es auch egal. Also wir lösen jetzt das Rätsel von Wien und zwar... Erzählte mir Michel Friedmann im Vorgespräch, dass er gerade die Stimmung ordentlich versaut hat. So hat es die Süddeutsche dann wunderbar geschrieben. Und zwar warst du dort eingeladen im Parlament anlässlich des Gedenkaktes für die Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen und bist ein wenig von deinem Redekonzept abgewichen und hast... der versammelten Mannschaft, kann man, glaube ich, sagen, der FPÖ, einiges ins Gesicht, im Parlament, einiges ins Gesicht gesagt. Vielleicht magst du selber kurz sagen, was das war. Naja, es ist, wenn Sie so wollen, und deswegen rede ich davon, wir müssen immer weiter uns aktualisieren. Ich hatte also eine Einladung des Parlamentspräsidenten aus Wien, der ÖVP angehört. Zum Gedenken von Mauthausen, der Befreiung durch die Amerikaner, das ist das Analoge zur Befreiung, die wir hier am 27. Januar gedenken von Auschwitz, der Konzentrationslager. Und der Parlaments, also man muss sich vorstellen, alle Parlamentsabgeordnete sitzen da, also alle Parteien und dann noch ein paar Geladene, so weit, so gut. Und der Parlamentspräsident hält eine fulminante Rede, nicht nur, weil ein Drittel davon Zitate sind, die ich selbst gesagt habe, sondern weil da wieder eben das kommt und wir haben gelernt und gegen Antisemitismus und während den Anfängen und wir werden das nie wieder zulassen. Und ich höre das alles und sitze da in diesem Kreis mit Abgeordneten der FPÖ und diese ÖVP, die ja zweimal aus Machtgründen die FPÖ gekoschert hat. Das war ja in Österreich das erste europäische Land, in dem eine rassistische Partei in die Regierung geholt wurde. Und höre das alles und danach sollte es ein gepflegtes auch noch Podiumsgespräch geben mit der Direktorin vom KZ. Das ist ein Nebenlager von Mauthausen, wo auch 100.000 Menschen im Krematorium umgebracht wurden. Neben mir eine Historikerin und noch ein Gast, den Chef des Fotoarchivs von Yad Vashem. Und die Moderatorin fängt an und stellt den anderen Fragen über das Gedenken. Und wir diskutieren da so gepflegt und engagiert über das Gedenken und warum es wichtig ist zu gedenken. Und ich sitze die ganze Zeit da. Und habe das Gefühl, ich bin im falschen Film. Und als dann die Moderatorin mich gefragt hat, habe ich mich auch gleich bei ihr entschuldigt. Ich habe gesagt, ich beantworte Ihre Frage jetzt nicht. Sondern ich möchte einfach etwas sagen, was mir wichtig ist. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Einladung einnehme.
und habe mit großem Unbehagen das getan und ich muss Ihnen ganz schüchtern sagen, warum. Ich halte diese Veranstaltung wie viele andere Veranstaltungen als ein Ausmaß von einem Versuch, eine Decke, eine Nebeldecke über die Realität der Gegenwart zu legen. Da sitzt eine Partei des Hasses mir gegenüber, die in mehreren Bundesregierungen war, die in einer Landesregierung ist und die jeden Tag bei ihren Parteiversammlungen Menschen zu Menschen zweiter und dritter Klasse degradiert oder ihnen ihr Menschsein abspricht. Und dann reden wir hätten hier was gelernt und wir reden von während den Anfängen. Hier sitzt eine Partei, die Menschen Angst macht. Und es gibt eine andere Partei, das ist die ÖVP, die aus Machtgründen diese Menschen in eine Exekutive nehmen. Und das macht noch mehr Menschen Angst. Und in einer solchen Realität verweigere ich mich, das Spiel mitzuspielen. Und möchte gerne der Spielverderber sein, der notwendig ist, weil das Drehbuch einfach nicht stimmt. Und sagte dann neben all dem, was ich zu sagen hatte, aber warum ich dann doch gekommen bin, ist, weil ich die Gelegenheit ergreifen wollte, im Parlament Ihnen ins Gesicht zu sagen, den ÖVPlern und vor allem den FPÖlern, dass Sie die Demokratie zerstören, dass Sie Menschen verstören, und dass Sie eigentlich bei einer Veranstaltung, die den Anspruch hat, aus der Zeit des Nationalsozialismus gelernt haben zu wollen, nicht hingehören. Und dass Sie Antidemokraten sind. Und Sie mögen zwar demokratisch gewählt worden sein, aber deswegen sind Sie noch lange keine demokratische Partei. Und ich würde das in Deutschland der AfD genauso zurufen. Und den Millionen Menschen, die, weil sie die Rente oder weil sie Covid oder weil sie was auch immer von der Politik als falsch empfinden, ein Recht haben, eine Pflicht haben, dies in den öffentlichen Raum zu geben, aber keine Entschuldigung, Rechtfertigung haben, weil sie deswegen sauer sind auf Parteien, eine Partei des Hasses und der Demokratiezerstörung zu wählen. Und wer das tut, muss sich dafür verantworten. Und erstaunlich auch in meinem Land ist, dass wenn man die CDU wählt, die SPD wählt und in unserer Verfassung steht das drin, wir unterstellen, die Leute wissen, was sie wählen. Nur wenn sie AfD wählen, sind sie Protestwähler. Diese ganzen Entlastungsrituale sind unerträglich, gefährlich, kontraproduktiv, weil sie Millionen Deutsche einlullen, sie müssten nichts tun, sie müssen etwas tun. So, und wer mir dann nahe kommt und mir sagt, mein Gott, wie viel Mut, und gucke ich jeden dieser Menschen an und frage, Mut? Das ist schon Mut? Mut ist das in Moskau zu sagen, aber bestimmt nicht in Hamburg. Man kann sich das Video zu diesem Auftritt anschauen. Ich kann es jedem empfehlen, weil man den FPÖ-Chef Herbert Kickl auch die ganze Zeit irgendwie ungefähr so sieht, die ganze Zeit empört den Kopf wackelnd. Es ist ganz, ganz wunderbar. Ich möchte mich bedanken bei euch beiden, Sheila Behçet, Michel Friedmann, vor allem bei dir für diesen wunderbaren Text. Du bist über deine Schmerzgrenzen gegangen, du bist über unsere Schmerzgrenzen gegangen. Vielen Dank dafür. Und dank dir. Ja, öffnen. Ich vergesse nur einmal. vielen Dank auch an Stefan Benson für den wunderbaren Vortrag.
Ja, ich, wir haben zusammen am Anfang fiel das, glaube ich, Licht in die Dunkelheit zum Leuchten gebracht, so habe ich es zumindest empfunden. Kaufen Sie das Buch, lassen Sie es sich signieren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Ausklang dieses Abends und vorher weise ich noch auf eine Veranstaltung der Körperstiftung hin, und zwar am Donnerstag um 19 Uhr in der Speicherstadt, Tage des Exils. Dort gibt es eine Lesung, eine Veranstaltung mit dem Gestalter Uwe Franzen, Rezitatorin Katharina Schütz und dem Historiker Wilfried Weinke, stellen fast vergessene Kulturschaffende vor. Gehen Sie hin und haben Sie Freude. Vielen Dank.